die Liechtensteiner Nationalhymne. Ich finde es ein ganz spannendes Spiel. Theresa Berger hat gekämpft, sind sehr, sehr Durchhaltevermögen bewiesen, sind kampfeslustig gewesen. Sie haben nicht aufgegeben und die Verdutzner sind natürlich gut wie immer. Und es war ein sehr spannendes Spiel gewesen. Und ich finde es einen tollen Abend und ist, ich denke, es war für alle gut gewesen. Ich hatte eine Freude an dem Spiel. Halbzeitstand im FL1 Aktivcup-Finale 2015 zwischen dem FC Verdux und dem FC Driesenberg 3:0. So, der FC Vaduz ist Cupsieger. War natürlich ein Schwerspiel für euch, oder ist es relativ locker gegangen? Naja, wenn man es nicht ernst nimmt, dann kann es schnell schwer werden. Und ist uns ja heuer schon gegen Rogella mal passiert, dass wir arg in die Petrouille gekommen sind. Und deswegen waren wir eigentlich von Anfang an sehr konzentriert und ich glaube, dass wir es relativ souverän über die Bühne gebracht haben. Ja. Was hat dir speziell am Trierserberg gefallen? Gut, das ist natürlich ein Riesenerfolg für sie, dass sie im Finale stehen. Und man hat gemerkt, dass sie natürlich voll motiviert sind. Aber auf das waren wir natürlich eingestellt. Und es ist normal, dass ein kleiner Verein wie Driesenberg uns ärgern will und alles reinlegt. Aber ich glaube, wir haben heute von Anfang an gezeigt, dass wir es sehr ernst nehmen. Ja, hochverdient. Und wir freuen uns alle, dass wir den Titel holen können. Und freuen uns auf die kommende Aufgabe der Euroleague. FC Driesenberg hat sich natürlich gut geschlagen, haben eigentlich doch noch gut mitgekippt. Wie hast du das gesehen? Ja, voll. Sie haben sich mit Händen und Füßen gewehrt, haben Bälle aber nicht nur weggeschlagen, sondern haben auch probiert, Fußball zu spielen. Und ich glaube, man muss dem ganzen Verein und dem Luki Eberle ein Kompliment machen. Der FC Driesenberg hat sich natürlich sehr, sehr gut geschlagen, hat aber trotzdem verloren. Aber ihr seht, sie sind im Finale gewesen. Das war ja schon ein Erfolg, oder? Ein Riesenerfolg, würde ich sagen, weil wir sind 6 Liga tiefer, haben uns in das Finale gekämpft gegen U23. Und im Finale war es einfach noch schön zu schauen. Die erste Hälfte haben wir ein bisschen Mühe gehabt, schwer Mühe. Die zweite Hälfte haben sie ein bisschen zurückgegeben und wir sind ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Und so macht Fußball Spass. Ja, es war sehr ein harter Kampf. Sie haben uns gezeigt, was die 6 Liga einen Unterschied hat. Aber ich denke, wir haben alle gekämpft und jeder ist voreinander gegangen. Und, ja, wir haben nicht so schlechte Leistung hergelegt. Ja, es war das Spiel, wo wir gewusst haben, dass man gewinnen muss, wo man Geduld haben muss, das Goal erzielen. Und dann hat sich natürlich eine oder andere Chance ergeben. Wir konnten das auch höher entscheiden. Wichtig ist, dass wir auch trotz allem auch ein bisschen Kräfte schonen fürs Wochenende, somit ein paar Wechsel machen können. Das war alles optimal gewesen. Ja, das ist so. Sie haben sich extrem bemüht, sind viel unterwegs, sie haben alles probiert. Das ist das mit ihren Mitteln eigentlich alles abgerufen. Das ist das, was wir auch erwarten konnten. Und das hat dementsprechend auch einen emotional guten Match gegeben. Und wir haben das natürlich sportlich und von der Qualität her sicher müssen gewinnen. Das ist klar gewesen. Aber es ist schön, dass sich auch Driesenberg in das Finale hineingekämpft hat und einen sehr guten Match gemacht hat, alles abgerufen hat. Und jetzt können sie auch trotz Niederlage feiern. Okay.